Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, verehrter Kollege Schneider, die Beratungen des Ältestenrats und der Geschäftsführerin sind zwar vertraulich, aber da haben wir genau diese Frage geklärt. Verehrter Kollege Herberg, ich finde es schon beeindruckend, aber es hat ja auch was mit dem ehrlichen Anspruch zu tun, sozusagen, wie man auch nach 4 Jahren Parlaments- und Oppositionserfahrung noch mit so viel Optimismus in so eine Haushaltsberatung reingehen können. Aber das ist wohl an. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn man den Haushalt beurteilen möchte, muss man sich ja zunächst mal auf den Maßstab verständigen. Ne? Und misst man ihn an seinen rot-schwarzen Vorgängern, dann muss man in der Tat lobend sagen, er ist um vieles realistischer und kommt dem entgegen, was die Opposition jahrelang gefordert hat. Das erkennen wir an. Aber man muss dann eben auch sagen, es kommt 4 Jahre und viele Milliarden zu spät. Und wenn der Maßstab sein soll, was die Stadt braucht, was im Sinne der Berlinerinnen und Berliner erforderlich ist und was finanziell auch möglich ist, dann ergibt sich schon ein anderes Bild, zum Beispiel bei den Investitionen. Ja, wir haben einen riesigen Bedarf, das ist unbestritten, beim Abbau des Sanierungsstaus, bei Investitionen in die wachsende Stadt, und die Ausgaben steigen hier auch an. Ein Großteil dieses Anstiegs wird aber eben von den beiden großen Großprojekten BER und Staatsoper aufgefressen. Es ist schon gesagt worden, das ist unvermeidliche Vergangenheitsbewältigung und sicher keine zukunftsweisende Investitionspolitik und auch kein Abbau des Sanierungsstaus. Und so beim Abbau des Sanierungsstaus in den Schulen. Und da muss man feststellen, wir haben hier je nach Zählweise, ich bin da großzügig und berechnungsweise, einen Sanierungsstau von 1 bis 2 Milliarden Euro. Und wir haben Mittel in diesem Haushalt zu stehen von etwas mehr als 70 Millionen Euro pro Jahr. Und man wird einfach feststellen müssen angesichts dieses Haushaltes, dieser Haushalt wird es nicht sein, der den Sanierungsschau in den Schulen abbaut am Ende. Bei den Krankenhäusern bleiben die Ansätze unter den Investitionsbedarfen zurück. Bei der Universitätsmedizin gehen die Investitionen erstmal zurück und decken bei weitem nicht das ab, was die Gesamtentwicklungsplanung der Charité als notwendig erachtet. Stichwort Bäder. Hier ist der Sanierungsstau trotz eines Bädersanierungsprogramms umfangreich in den letzten Jahren auf knapp 90 Millionen Euro angewachsen. Dieses Sonderprogramm gibt es nicht mehr. Und nun wird der reguläre Sanierungs- oder investive Zuschuss um 1 Million pro Jahr erhöht. Man wird konstatieren müssen, die Ansprüche des Bäderkonzepts, was Sie hier gelobt haben, sind damit Makulatur. Die Ansprüche, die Sie selbst daran haben, nein, mit diesem Haushalt wird der Investitionsstau bei den Bädern nicht verringert werden. Der Tierpark. Hier gibt es ein Konzept, der Investitionsbedarf liegt auf dem Tisch. Im Haushalt ist ja bei weitem nicht untersetzt. Und so geht es weiter. Die Brücken und Straßen, ein desaströses Bild, was hier in die Zukunft weist. Die Verwaltungsgebäude, kaum der Bestandserhalt wird gesichert. Von energetischer Sanierung oder strategischer Investition in Energiepolitik muss gar nicht die Rede sein. Sicher? Na klar, diese Bedarfe übersteigen tatsächlich die Möglichkeiten eines Doppelhaushalts. Und auch eines Finanzplanungszeitraums. Deswegen erkennen Sie ja in der Finanzplanung, das finde ich richtig, die Notwendigkeit an, dass man ein über mehrere Jahre geplantes Investitionsprogramm braucht. Aber aus dieser richtigen Problemsicht folgt halt im Haushalt fast nichts. Stattdessen setzen Sie weiter auf das Prinzip SIVA, und das besteht eben darin, dann zu investieren, wenn man zufällig Geld übrig hat. Und das ist nun mal das Gegenteil eines langfristigen Sanierungsprogramms. Und natürlich müssen wir auch im Doppelhaushalt selbst noch Spielräume schaffen für weitere Investitionen. Ich will nur kurz, die Zeit erlaubt es nicht mehr, Sie werden es dann noch genauer hören, 3 Vorschläge dazu anreißen. Erstens müssen wir uns natürlich nach der Steuerschätzung im November sehr genau angucken, welche Spielräume daraus noch entstehen. Zweitens finde ich, dass es angemessen ist, die Einnahmebasis zu erweitern und die Gewerbesteuer, den Hebesatz anzufassen, wenn man dadurch Investitionen erhöht. Und zum Dritten finde ich, dass in diesem Haushalt 2015 wir über einen Nachtragshaushalt reden, der es ermöglicht, die fetten Überschüsse, die wir hier einfahren werden, 1 Milliarde werden wir tilgen ungefähr in diesem Jahr, die fetten Überschüsse, die wir hier einfahren werden, beispielsweise zu verwenden, um die Investitionen am BER, die notwendig sind, zu finanzieren und dadurch 180 oder 130 Millionen zusätzliche Möglichkeiten für Investitionen im 2016 und 2017 zu gewinnen. Vielen Dank.